Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder direkt nach meinem Wettkampf und wie versprochen beginnen wir heute gleich mit dem Chantal-Projekt. Wir haben heute unseren Einkaufstag gemacht, also wir waren zusammen im Supermarkt und haben für ihre zukünftige Ernährung alles eingekauft. Und wie ihr dann schon mal sehen könnt, hier drüben haben wir schon mal als Basics unsere Tupperwaren besorgt. Dann unsere Kohlenhydratlieferanten habe ich jetzt hier schon mal aufgestellt für euch. Weil ich finde, es sollte kein Makronährstoff vernachlässigt werden. Da haben wir zum Beispiel für unser Frühstück haben wir die Haferflocken, dann natürlich als Kohlenhydratlieferanten Basmati-Reis, auch Jasmin-Reis kann man Abwechslung reinbringen. Dann Bio-Penne, Vollkorn, Kidneybohnen finde ich auch super lecker und halt Süßkartoffeln, was auch super klasse ist, ist auch Kürbis. Dann fürs Frühstück haben wir natürlich auch Kohlenhydratlieferanten aus Obst. Und zwar haben wir hier Banane, Beeren, Kiwi, Papaya, super lecker und viele Vitamine und Mineralstoffe. Dann kommen wir hier weiter zum Gemüse. Kann man natürlich, habe meine riesen Bandbreite. Wir haben natürlich jetzt unsere Favorites ausgesucht mit Zucchini für Gemüsepfanne, dann Salat, Spinat haben wir hier. Knoblauch, Brokkoli, Zwiebeln, Paprika, also alles, was das Herz begehrt, da könnt ihr richtig kreativ werden, je nachdem, was einem schmeckt. Auch Tiefkühlgemüse geht auch klar, also das ist natürlich kein Unterschied, hält sich dann auch noch mal länger. Dann hier zu den Eiweißlieferanten haben wir Eier, Thunfischfilets, dann natürlich in eigenem Saft ohne Öl, dann körnige Frischkäse mit hier 0,4% Fett, Magerquark und dann haben wir auch eine Auswahl. Man muss nicht die ganze Zeit sich nur von Stupide von Hühnchen ernähren. Haben hier Pute, wir haben hier Rinderhüftsteaks, auch fettarm und Wildlachsfilet als Fisch. Und genau, das wären so unsere Proteinlieferanten. Und dann hier haben wir noch so ein paar extra Zutaten, also unsere Specials. Natürlich bin ich ein Fan von Fettlieferanten von Leinöl, haben wir hier noch. Dann haben wir hier auch Tees besorgt, also grüner Tee, Brennnessel, Zitronengras für in der Früh oder kann man auch super Eistee für unterwegs machen. Dann Sojasauce, haut auch richtig viel Geschmack nochmal rein, also kann man richtig kreativ werden. Dann für unsere Nudeln zum Beispiel oder Kartoffeln, Gemüse etc. kann man sich auch aus Tomatenmark und diesen Dosentomaten kann man sich super eine Tomatensauce selber machen mit Kräutern und Gewürzen. Dann haben wir auch Gemüse- und Hühnerbrühe. Dann Butter-Vanille-Aroma, also finde ich auch richtig lecker, wenn man das ins Frühstück reinmischt. Das schmeckt dann richtig gut nach Vanille. Und Mandeln haben wir hier, auch fürs Frühstück so gut geeignet. Und mein absolutes Lieblingsgewürz, das Spekulatius-Gewürz, auch jetzt für die Weihnachtszeit richtig gut. Und genau, Chantal, also wenn du mal so drüber schaust, was ist jetzt hier bei diesen Lebensmitteln anders, als wie du dich jetzt ernährst? Also es ist viel frischer. Ich habe davor hauptsächlich Fastfood gegessen, Fertigprodukte, schnelles Essen, einfach auch zeitsparend, eingefrorenes, also Fleisch, auch wirklich viel Tiefkühlware, die Auswahl an Gemüse ist viel größer, als was ich sonst zu Hause habe. Mhm. Auch an Obst, Papaya habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht gegessen. Noch nie? Boah, krass. Und ja, ich freue mich drauf. Also auch Süßkartoffeln habe ich zum Beispiel noch nie gegessen. Also wüsste ich jetzt nicht. Okay, wenn die richtig gut schmecken, bin ich sicher. Ja, genau. Ja, auch mit körnigem Frischkäse habe ich nicht so viel gemacht. Ich stehe dann eher auf die fetten Joghurts. Das ist so. Ja, genau. Also es ist viel Neues dabei für mich. Aber es wird dann richtig gut, also die Umstellung ist dann krass, also von dem einen Extrem ins andere. Aber die werden wir super einfach hinkriegen und ich werde dir zeigen, dass es richtig lecker schmeckt. Und genau, wir haben ja richtig gute Lebensmittel auch zur Auswahl. Und alles, was im Bereich noch zur Essensvorbereitung fällt, also auch mit den Tupperwaren vorkochen, werde ich dir alles zeigen. Und du bist ja auch verheiratet
Und genau. Dein Mann macht da jetzt auch voll mit, oder? Genau. Das ist super. Mein Mann unterstützt mich total. Er wird sich mit umstellen. Die Ernährung wird mit umgestellt. Er wird auch mit Sport machen, sodass ich mich wirklich da total drauf konzentrieren kann. Ich muss nicht doppelt kochen oder drauf aufpassen, dass er irgendwie was anderes möchte, sondern ich kann es wirklich komplett mit integrieren. Also ich kann das ist mich richtig komplett einlassen drauf. Ja, ja auch zusammen, ihr wollt ja auch dann zusammen trainieren. Das ist natürlich, genau. Wenn man da gemeinsam als Paar zusammen anpackt, das ist natürlich nochmal Motivation pur. Ja. Und genau, also wir werden das richtig lecker auch für ihn zubereiten, dass er auch richtig begeistert ist und dann werdet ihr das locker schaffen. Hoffentlich.